Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich wieder riesig, dass du mit dabei bist. Und wir starten heute direkt ins Gespräch mit einem großartigen Menschen, der in der gleichen Stadt sitzt wie ich. Aber aufgrund der Situation machen wir das direkt hier über Zoom, den lieben Daniel Reisinger. Und Daniel Reisinger, ich kündige ihn ganz kurz mal vorab an, ist nämlich Selfmade-Unternehmer. Er ist Gründungsmitglied und Senior Director für die EFS AG sowie Investor und aktiver Manager in 3 Ländern. Daniel Reisinger gehört zu den renommiertesten und bekanntesten Vermögensberater von ganz Europa und steht auch öfter als Speaker auf der Bühne, um seine Leidenschaft, sein Motto zu vertreten. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist, lieber Daniel. Vielen herzlichen Dank, liebe Jessica. Auch ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Dankeschön. Ich habe ja schon ganz viel über dich gelesen. Wir haben uns leider persönlich noch gar nicht so kennengelernt. Du bist in der Finanzdienstleistungsbranche, kann man sagen, unterwegs. Und ich glaube, wenn viele an diese Branche denken, glauben Sie gar nicht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das ist aber bei dir anders, wie ich so rausgehört habe, was dich, glaube ich, auch zum Erfolg geführt hat. Vielleicht magst du ganz kurz uns mal ins Boot holen. Was machst du denn wirklich auch anders als andere Dienstleister? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Was mache ich oder wir anders als andere Dienstleister? Du hast es schon angesprochen und heute geht es ja auch um das Thema der Mensch im Mittelpunkt und ich glaube, das ist auch das, was wir vertreten. Ja? Wenn man so eine Aussage trifft, und das erwähne ich immer wieder, wenn der Mensch im Mittelpunkt stehen soll, dann muss man sich auch für den Menschen eigentlich aufopfern und natürlich auch für die Sache an sich. Ja? Und ich glaube, das ist oder das unterscheidet uns oder mich ganz klar, denn in meiner Führung oder in meinen Führungsarbeiten die letzten über 20 Jahre, wo ich jetzt in dieser Branche aktiv tätig bin, darf ich korrekterweise sagen, ich habe noch nie einen Vertriebspartner oder Mitarbeiter, den ich selber betreue oder führe oder mit denen ich gemeinsam meinen Erfolgsweg begleite, bis dato verloren. Ja. Mhm. Und das ist ein Maßstab für mich, wo ich mir es zu sagen traue, ja, okay, ich glaube, es muss schon was dran sein, dass wir gemeinsam jetzt so lange zusammenarbeiten oder alle so lange zusammenarbeiten, speziell auch im Führungsstab, dass wir hier auch wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und den Menschen in den Mittelpunkt, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, das bedeutet für mich als allererstes, sich wirklich auch für den Menschen interessieren, ja, dem Menschen zuhören, auch Aufmerksamkeit geben und nicht immer nur selber zu glauben, dass man der beste Prophet im Land ist, sozusagen. Ja. Also das ist eines der wesentlichen Merkmale. Ja, ihr seid ja auch ausgezeichnet, habe ich gelesen, in mehreren Magazinen sogar, als unter den Top 500 Arbeitgeber von Österreich, meine ich. Es waren verschiedene Magazine. Und das zeichnet euch ja auch schon mal aus. Was in der Krise ist es natürlich jetzt auch eine Riesenherausforderung für alle. Ja? Und da die Mitarbeiter zu motivieren, ist, glaube ich, noch schwieriger als sowieso schon. Was machst du dann? Was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die auch eigene Betriebe vielleicht haben, an der Stelle mitgeben? Also wir und ich sage immer wir und ich, weil ich bin ja nicht alleine, es ist doch ein großes Unternehmen. Wir machen immer eines, wir schauen, dass wir immer ständig im Kontakt mit unseren Leuten sind. Ja? Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, denn wir kennen alle das Problem, ja, wenn man heute, das ist eigentlich wie in einer Beziehung, ja, die Geschäftsbeziehung, sage ich immer, ist im Endeffekt nichts anderes als eine Beziehung im privaten Bereich. Ja? Man redet über die Herausforderungen im Leben, man redet über die Herausforderungen im Job natürlich, in der Branche, in all den Aktivitäten, die man hat und macht. Ja. Und man bleibt ständig im Kontakt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste dabei, dass man wirklich aktiv mit den Leuten auch wirklich ständig einen Kontakt hat, um zu fühlen und nachzuvollziehen, wie geht es dem anderen, wie geht es meinem Mitarbeiter gerade, ja. Und ich glaube, du kennst das ja, du hast ja bereits eine Familie,
In der Familie ist es ja auch gleich, wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt, ja, und gemeinsam Abend isst oder frühstückt oder was auch immer, dann spürst du und merkst du ja auch, wie dein Partner oder deine Kinder gerade drauf sind, weil, was für Sorgen diese Menschen gerade haben, wie auch immer. Ja. Und du hast die Möglichkeit, hier auch gleich aktiv dagegen zu steuern und einzulenken oder dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und das machen wir wirklich konsequent. Natürlich jetzt vermehrt oder fast nur über den Online-Kanal oder über die Online-Wege, die sich anbieten. Das funktioniert auch hervorragend. Langfristig habe ich hier schon noch meine Bedenken, ja. Aber momentan ist das ein guter Weg und eine gute Möglichkeit, wo wir wirklich aktiv mit unseren Mitarbeitern quasi auch probieren, dass wir über die Online-Wege auch weiterhin unsere Seminare, unsere Gespräche, unsere wichtigen Themen abhalten. Und natürlich auch all unsere Konferenzen, die wir haben. Ja. Also ich habe erst gestern am Abend wieder ein Seminar absolviert, wo verschiedenste Leute daran teilgenommen haben. Und das war dann 1,5 Stunden quasi über Zoom, wo wir aktiv auch wirklich unsere gemeinsamen Dinge und Erfahrungen wieder ausgetauscht haben, wie was passiert in der Welt, was passiert beim Kunden, ja, wie reagiere ich auf gewisse Themen, und das ist eigentlich wieder sehr gut angekommen. Jetzt hatten wir vorher kurz schon im Vorgespräch gesprochen, dass natürlich dieses Online-Geschäft, beziehungsweise dass jetzt alles auf Online umgestellt ist, viel mit uns macht. Das kann man positiv und negativ sehen. Wie siehst du das an der Stelle nochmal für die, die jetzt zuhören? Die Mitarbeiter sitzen ja zu Hause und sind überflutet mit Nachrichten, Internet, vielleicht Social Media, ich weiß nicht, was noch alles, da hier ein Online-Kurs, und dann kommt der Arbeitgeber, der auch noch ein Online-Meeting macht. Welche Erfahrung hast du gemacht mit den Mitarbeitern, beziehungsweise wenn du erkennst, dass diese überflutet sind, was machst du da konkret als Arbeitgeber? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele das selber auch gar nicht mehr so wahrnehmen. Ja. Sehr, sehr spannende Frage, ein sehr spannendes Thema. Ja. Ich gebe dir wirklich zu 1000% recht, die Überflutung ist derzeit immens. Und es war vorher eigentlich schon brutal und jetzt ist es noch brutaler. Ja. Was für einen Tipp kann ich jedem Mitarbeiter, aber auch jedem Unternehmer nur geben? Ja? Nämlich, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Du musst lernen im Management, im Verkauf, ja, in deiner Tätigkeit, dass du deine wesentlichen Dinge, die wichtig sind, die wirklichen wichtigen Dinge herausfokussierst und dich auf diese Dinge auch konzentrierst. Denn wenn du das nicht machst, dann wirst du unweigerlich an deinem Weg, an deinen Zielen scheitern. Mhm. Es kann nicht funktionieren, wenn ich heute glaube oder selber glaube, ich kann 1000 Dinge zugleich oder parallel erledigen. Ja? Du kannst die Dinge vornehmen, die kannst du anschauen, und dann gibt es bei mir, und das gebe ich auch so weiter, immer eine Prioritätenliste. Ja? Die mache ich jeden Tag, ganz simpel und einfach, physisch auf einem Blatt Papier. Da steht oben To-Do, Daniel Reisinger, und dann steht oben A, B, C Aufgabe. Ja? Und was ist eine A-Aufgabe? Das ist das, was dringendst unbedingt jetzt erledigt werden muss. Oder eine A-Aufgabe ist das, was mich weiterbringt. Ja? Das, was mich unternehmerisch oder auch in meiner Arbeit, in meiner Führungsposition weiterbringt. Das, was wirklich wichtig ist. Ja? Und wenn du nicht beginnst als Manager oder als Verkäufer, dich auf diese wesentlichen Dinge zu konzentrieren, dann bist du in der heutigen Zeit verloren. Und jeder kennt mittlerweile die Funktion am iPhone. Ja? Da siehst du, sie waren heute, keine Ahnung, 4 Stunden, 25 Minuten online oder haben mit dem Handy gearbeitet. Ja? Und da denke ich mir immer, unglaublich Wahnsinn oder wahnsinnig eigentlich, wie viel Zeit eigentlich dieses Instrument oder auch wahrscheinlich in den meisten Fällen bei den meisten eben dann Instagram oder andere Online-Medien wirklich schon beanspruchen. Und das, glaube ich, ist ein großer Faktor für Misserfolg, meines Erachtens, oder auch für die Probleme, die in den vielen Unternehmen entstehen, weil
die Mitarbeiter ja quasi süchtig nach diesen Foren oder Online-Medien bereits sind, ja, dann immer wieder draufschauen, aber immer wieder abgelenkt sind von der wesentlichen Arbeit, ja, nämlich die Arbeit, die mich weiterbringt, ja. Und in der Gastronomie wäre das in dem Fall ja die Kommunikation mit den Menschen. Also wenn ich heute jemanden empfange oder in das Restaurant reinführe oder jemandem eine gute Flasche Wein verkaufe, was auch immer. Wenn ich abgelenkt bin davon, dann bin ich nicht gut. Ja? Und das führt zu einem tatsächlichen Problem. Und ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme von diesen Home Offices, wenn ich es so nennen darf, dass man ja ständig abgelenkt ist. Ja? Oder in Wahrheit sitzen dann die Leute mit dem Pyjama wahrscheinlich vor dem Laptop, ja, und glauben, sie arbeiten. Ja? Sie arbeiten, aber sie arbeiten ja nicht so, als wie wenn sie jetzt ins Büro oder in ihr Office gehen würden. Ja? Also es bringt viele Vorteile mit sich, aber auch leider Gottes viele, viele Nachteile aus meiner Sicht, denn gerade diese Kommunikation, der Umgang miteinander, die Motivation, hey, wie geht's dir heute, einen Kaffee kurz gemeinsam zu trinken, 3 Minuten zu plaudern, einen Menschen zu spüren, ja, ist im Verkauf und in Unternehmen doch sehr, sehr wichtig. Auch wenn jetzt wahrscheinlich viele CEOs glauben, und das glaube ich eben nicht, und ich glaube schon, dass das viele andere glauben, naja, wir können uns jetzt sehr viel Geld ersparen, ja, wir können alles minimieren, wir können alles kaufmännisch, betriebswirtschaftlich verbessern. Ja, das wird vielleicht rein in der Bilanz momentan ein bisschen besser aussehen, ja, und viel bringen. Aber langfristig, ja, glaube ich, für die Führung und für die Motivation in einer Firma ist das nicht gut. Denn man arbeitet eben anders zu Hause, wenn keiner auf dich drauf sieht oder ich sage immer auf dieser Schulter sitzt, ja, als wie wenn du jetzt im Büro bist, ja. Und wenn man eben nochmal zurückführend die Themen nicht wirklich klar fokussiert, was muss ich jetzt tatsächlich wichtig, dringlich sofort machen und was nicht, ja, dann entgleitet dir das, glaube ich, oder vielen entgleitet das dann eben auch und dann haben sie zwar das Gefühl, sie haben viel gearbeitet, ja, aber im Endeffekt nichts, man sagt auf Österreichisch, weitergebracht oder effektiv erledigt. Ja? Also ja, das, glaube ich, wird ein wesentliches Thema sein. Ja, ja, das ist ganz spannend, wie du das gerade so erzählst, weil das glaube ich nämlich allerdings auch, dass die Menschen einfach so überreizt sind von allen Faktoren von außen, dass sie, wie du sagst, abends völlig fertig sind und sagen, ich habe so viel gearbeitet, ich bin total kaputt, aber eigentlich haben sie gar nichts produktiv umgesetzt. Korrekt, ja. Richtig. Also die Produktivität, glaube ich, die wird langfristig nachlassen durch diese Situation und da sollte sich wirklich jeder, also speziell auch, wenn man jetzt auch so wie du das ja oft ansprichst, in Führungspositionen wirklich stark auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist, ja, und das ist das Einzige, was ja dann in einem Unternehmen oder in einem Betrieb oder auch bei einem selber dir letzten Endes dich weiterbringt, weil diese Vielzahl von E-Mails, ja, wenn du da überall glaubst, jedes eins zu eins toll und super beantworten zu können, dann sitzt du den ganzen Tag vorm Schirm, du beantwortest E-Mails, aber du verkaufst nichts mehr, ja, und letzten Endes, jede Firma lebt in Wahrheit ja vom Vertrieb, wie wir wissen, ja, vom Kunden, vom Verkauf. Das ist das Wichtigste. Und wenn das nicht läuft, dann wird es schwierig. Ja, absolut. Ja, total spannend. Du bist ja wirklich jemand als Arbeitgeber, der viel, so wie ich es rausgehört habe, für die Mitarbeiter macht, in Form von Wertschätzung, Anerkennung, Lob, Seminare, Weiterbildung. Glaubst du denn, ist es jetzt noch wichtiger als vorher, sich um die Mitarbeiter zu kümmern? Und wenn ja, was machst du jetzt mit den Mitarbeitern? Also was bietest du denen wirklich konkret jetzt an für deren eigenes Wohlbefinden, dass die noch motivierter sind, um sich selbst zu motivieren? Weil ich kann mir vorstellen, wenn die zu Hause sitzen im Homeoffice, ist es wirklich schwer, wie du sagst, mit der Pyjama-Hose am Laptop, sich da selber zu motivieren. Und heute gebe ich jetzt mal 100% oder mehr. Wie gehst du da mit dem Team um? Ja, da muss ich sagen, wir tun uns natürlich jetzt speziell bei mir im Unternehmen etwas leichter, aus dem Grunde, weil wir in unserem Engagement eine leistungsorientierte Entlohnung dazugefügt haben. Ja, das bedeutet natürlich, für alle, die viel leisten und viel machen, die verdienen auch mehr. Also
Geld ist natürlich auch nach wie vor ein Motivationsfaktor hier. Ja? Also, und aber auf deine Frage, zusätzlich ja, zusätzlich schaffen wir Unterstützungen, sei es auf finanzieller Basis oder aber auch auf, wir haben jetzt so einen Wertekatalog zum Beispiel gebaut bei uns im Unternehmen, wo man sich wirklich dann auch quasi so Belohnungen sich selber aussuchen kann, wenn man gewisse Dinge in einer gewissen Geschwindigkeit oder in einer gewissen, ja, ich sage immer, Leistungsorientiertheit umsetzt, dann bekommt man eben zusätzliche Anreize, die auch wir damals auch schon immer hatten, wo wir auch uns physisch getroffen haben. Bei uns waren das damals natürlich auch immer Incentives, die wir auch gemeinsam gemacht haben. Ja. Mhm. Das ist ein großes, wirklich eine große Wertschätzung auch für die guten Mitarbeiter, die es sich auch verdienen, dass wir die oft 3, 4, 5 Tage zum Skifahren eingeladen haben im Winter oder im Sommer mit denen wohin gefahren sind, um auch wirklich mit den, ich sage immer, den Besten der Besten zu sprechen. Ja. Denn die Leute, die dann auch dort dabei sind, das sind auch die Leader in einer Firma, das sind auch die, die auch wirklich eine Firma nach vorne treiben. Ich sage immer, eine Firma im Herzen tragen. Ja. Ja. Wenn ich das sage, Jessica, dann hört sich das für viele wahrscheinlich so schlimm an. Dann würden manche sagen, ja, wie kann man denn das sagen? Man muss die Firma im Herzen tragen. Ja. Aber ja, ich sage ja, ich erwarte mir das schon von den Köpfen, dass die das Unternehmen mitgestalten und mittragen. Ja. Und da lasse ich viel Spielraum zu. Wir lassen viel Spielraum zu, dass die Leute sich auch wirklich gemäß mit uns gemeinsam entwickeln und entfalten können. Und da verlange ich oder sage ich immer, ja, wenn jemand an die Spitze eines Unternehmens möchte, dann ist es, glaube ich, zu wenig, dass man sagt, naja, ich bin jetzt auch dabei und erfülle meinen Job. Dann bin ich Erfüllungsgehilfe in Wahrheit, aber nicht Manager oder dann habe ich auch keine... Oder ich habe mir ja auch keine Führungsposition in Wahrheit verdient. Ja, weil wenn ich heute wirklich die Firma im Herzen trage, dann arbeite und denke und fühle ich ja auch so. Wie das, ja, Unternehmen, genau. Wie das Unternehmen. Und das ist, glaube ich, eines der wesentlichsten Merkmale, die ich auch immer wieder selber verwende und auch sage, wenn mich Leute fragen, na ja, wie war das bei Ihnen, dann muss ich schon sagen, ja, ich habe immer zu 100% nicht mich als Bestandteil des Ganzen gefühlt. Ja? Ich bin ja nicht alleine, aber ich war immer ein Bestandteil des Ganzen und habe auch immer so gehandelt. Und wenn ich anders denke und fühle, dann werde ich auch anders handeln und somit entsteht auch automatisch dann Erfolg daraus. Ja, ja, bin ich 100% bei dir. Aber ich glaube, ganz viele, die jetzt zuhören, denken sich, ja, genau so wünsche ich mir meine Mitarbeiter auch, die ja, wirklich die Organisation im Herzen tragen, die 1:1 so auch agieren, um die Kunden wiederum weiter zu Fans zu machen. Ich sage immer Fan dazu, dass der Mitarbeiter ein Fan deiner Organisation wird. Wenn der so begeistert ist, überträgt sich dieser Funke der Begeisterung ja automatisch auf die Kunden. Ja. Wie machst du das? Also das ist ja ein Prozess, ja, die Mitarbeiter vielleicht mal so kurz vom Einstellungs-, vom Recruiting-Prozess, worauf achtest du denn von Anfang an schon, ob das so ein begeisterter Mitarbeiter werden kann, der wirklich den Erfolg mitbringt? Wo fängst du da schon mal an beim Recruiting? Also worauf ich hinaus möchte, ist auch so ein bisschen, schaust du wirklich nur auf das Fachliche, auf das Können oder was sollte dieser Mensch von Anfang an mitbringen? Ja, ganz wichtige Frage. Ja. Also ich kann vorweg gleich einmal erwähnen, ich schaue in der Regel nicht wirklich im Großen und Ganzen auf die fachliche Thematik, weil ich der Meinung bin, also erstens bei uns natürlich im Hintergrund sind all unsere Produkte konzessioniert, geprüft und in der Geschäftsführung so permanent getestet und vorgegeben, unter Anführungszeichen, oder wir nehmen nur die Konzepte auf, die auch wirklich allen Richtlinien unterliegen. Somit kann man ja eigentlich fachlich grundsätzlich schon mal nichts falsch machen. Also ich schließe hier schon einiges aus. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Leute einstellen würde, die jetzt keine fachlichen Kompetenzen haben. Aber in der Regel sind das zu 99% branchenfremde Leute, denen wir einen eigenen Ausbildungsweg im Unternehmen ermöglichen
und aber auch die fachlichen Kompetenzen in einer eigenen Führungskräfteakademie auch zusätzlich ermöglichen. Und ich schaue tatsächlich mehr oder weniger auf das, nämlich wie tritt der Mensch jetzt bei mir beim Bewerbungsgespräch tatsächlich auch auf. Ja? Natürlich geht man auch hier viel nach dem Bauchgefühl eigentlich vor. Ja? Das ist bei mir eigentlich sehr gut ausgeprägt. Das hat immer gut funktioniert. Aber es ist mir tatsächlich nicht wichtig, wenn jetzt ein Mensch kommt, der sagt, okay, ich habe jetzt 3 Betriebswirtschaftsstudiums belegt und keine Ahnung und die Ausbildungen alle hinter mir. Und dann denke ich mir beim Bewerbungsgespräch, ja, okay, wunderbar, du kannst das alles, ja, du magst jetzt fachlich gut drauf sein, aber ich spüre, ich würde jetzt diesem Menschen nie etwas abkaufen. Ja? Oder ich spüre, ich kann mir unmöglich vorstellen, durch die Introvertiertheit zum Beispiel, dass der Mensch jemals eine Führungsposition innehalten wird oder für die Zukunft auch belegen kann. Ja? Also ich gehe tatsächlich gerade bei den Bewerbungsterminen überhaupt nicht auf die fachliche Komponente ein, sondern vielmehr auf eben wiederum das Thema Mensch, auf gewisse Fragen natürlich, die ich auch stelle, ja, auf die Thematik, ja, aus welchen Familienverhältnissen kommen die Leute zum Beispiel, ja, oder wie gehen die mit gewissen Themen um, ja, so eine Standardfrage zum Beispiel, wenn sie jetzt sich ein neues Fernsehgerät kaufen würden oder Sie kaufen sich einen neuen PC, ja? Würden Sie jetzt die Gebrauchsanweisung durchlesen oder würden Sie jetzt einfach mal den Fernseher anstecken und probieren, ja? Ja. Wie Sie an die Sache rangehen? Ja? Das sagt mir dann schon viel aus, sind diese Menschen reine Denker und die jetzt rein nur nach Leitfaden vorgehen oder sind das Menschen, die auch sagen, okay, ich probiere mal auch was, ja? Ich traue mir was zu selber, ja. Also wenn du verstehst, was ich meine. Somit, ja, absolut. Also, einfach mal so hier, also meine Mitarbeiter kommen zu 80% eigentlich aus komplett branchenunabhängigen Unternehmen und die beginnen dann und denen ermöglichen wir auch wirklich, und das ist, glaube ich, die Stärke von meinen Kollegen, von mir, von unserem Unternehmen, wir ermöglichen diesen Menschen einen neuen beruflichen Werdegang einzuschreiten, wo man auch dementsprechend begleitend, ja, in der Führung, in der menschlichen Arbeit, in den Gesprächen, aber auch in der fachlichen Komponente, ja, mit vielen anderen Trainern, so wie du es bist oder eben wir selber intern und aber auch, wie gesagt, mit externen Organisationen wie die Wirtschaftskammer, das WIFI und anderen Lehrinstitutionen zusammenarbeiten und dann diesen Menschen wirklich selber ausbilden. Ja? Ja. Vielleicht ist das auch eine positive Situation für unsere Firma oder es spricht für uns, dass wir deswegen auch nie Führungspositionen in dieser Art und Weise verlieren, weil wir sie selber prägen und ausbilden. Ja? Ja. Weil ich glaube, das ist für einen Unternehmer das Wichtigste, ja? Weil so kannst du dir langfristig dann auch wirklich Menschen aufbauen, die mit dir gemeinsam den Weg gehen. Ja, ja, absolut. Bin ich 100% bei dir. Ich sage ja auch immer, wir haben eher einen Machtkräftemangel als einen Fachkräftemangel. Weil wir brauchen wirklich Menschen, die machen. Und das fängt schon beim Recruiting an, wie du sagst. Ich finde das Beispiel so schön mit dem Fernseher. Ich glaube, das sollten viele einfach mal ausprobieren, Fernseher hinstellen und dann mach mal, um zu schauen, okay, bist du eher der Macher oder bist du eher der Arbeit nach Vorschrift, sage ich es jetzt mal, macht, ja, und eine Bedienungsanleitung braucht. Und genau das ist der Punkt, um auch die Menschen zu begeistern, dass so deine Begeisterung auf die anderen dann an der Stelle überspringt. Sehr, sehr cool. Du, Daniel, jetzt bist du ja auch jemand, der gerne die anderen motiviert. Wie motivierst du dich denn selber? Ich habe gelesen, du bist ein Self-Made-Unternehmer und hast schon mit 20 dein erstes eigenes Büro gehabt. Und ja, du bist auch jemand, der sagt, ich kann alles schaffen, was ich will. Wie schafft man das erstens mit 20, dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
Ich glaube, dazu gehört auch eine ganze Menge Disziplin, Beharrlichkeit, Ausdauer und so weiter und so fort. Aber mit 20 diesen Biss zu haben und diese Selbstmotivation zu haben und das so durchzuziehen, konsequent, bis man dann ein großes Mitarbeiterteam aufgebaut hat und jetzt noch in der Lage zu sein, die zu motivieren, wie schafft man das? Ja, das ist natürlich jetzt mittlerweile ein langer Weg, weil durch das, dass ich jetzt 20 Jahre schon aktiv quasi tätig bin, ist das doch schon länger her. Aber natürlich muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich vergesse keinen einzigen Tag dieser Zeit, denn diese Zeit, gerade die Beginnzeit, die war natürlich sehr, sehr schwierig. Warum? Und du hast recht, Disziplin und Selbstmotivation ist ja in Wahrheit die einzige Möglichkeit, die du hast, wenn du alleine bist. Weil damals, wie ich begonnen habe, quasi im Vertrieb aktiv tätig zu werden, waren natürlich alle gegen mich. Ja, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Die Eltern sagen, um Gottes Willen, ja, ich war ja damals Vermessungstechniker quasi, ich habe eine technische Ausbildung gemacht und die haben dann gesagt, ja, jetzt haben wir die Extrikte auf die Schule geschickt, auf die Fachschule und jetzt quasi, jetzt fängst du mit Finanzen an und dann gehst du noch weg. Ich komme ja aus einem Dorf aus Niederösterreich in der Nähe von der Wachau. Da gibt es quasi 16 Häuser. Ja? Das ist ja wirklich ein kleines Bauerndorf, wenn man das so sagen darf. Und dann kommst du nach Salzburg und für mich war ja damals Salzburg schon die große Stadt. Ja? Heute denke ich mir, Salzburg ist wunderschön, aber es ist eigentlich auch ein Dorf, ja, wenn man das so sagen darf, aber ein schönes Dorf, ja. Eine schöne Stadt natürlich, keine Frage. Und man kommt dann in die Stadt und dann beginnt man kennt keinen Menschen und da hast du nur die Chance, quasi wirklich nur die Chance, dich selber zu motivieren, ja, und dich selber, genau das, was ich heute gesagt habe, zu fokussieren, immer wieder aufzustehen. Mhm. Aber Selbstmotivation ist tatsächlich der wichtigste Schritt. Und ich habe eines gelernt und damals war ja auch einer meiner Mentoren, der Herr Senator Otto Witscher, übrigens ein Deutscher, ursprünglich aus Köln, er ist dann 1995 österreichischer Staatsbürger geworden. Und der hat mir immer eines gesagt. Der hat gesagt, Herr Reisinger, ich gebe Ihnen einen ganz wesentlichen Tipp mit für Ihre Zukunft. Hören Sie auf die Menschen, die dort sind, wo Sie selber einmal sein wollen. Ja? Und auf alles andere hören Sie nicht. Sie blenden das einfach aus. Also Sie schauen nur nach vorne. Sie schauen nicht nach links und nicht nach rechts, sondern Sie schauen wirklich nur auf das oder auf die oder auf Ihre Ziele, auf das, was Sie selber einmal sein wollen und erreichen wollen. Und sehr oft in meiner Karriere habe ich mir genau diesen Leitsatz vorgenommen oder mir selber vorgesagt, ja. Wenn ich mir gedacht habe, das Gefühl gehabt habe, um Gottes Willen, ja, das ist jetzt nicht das, was du willst, Daniel, ja, dann habe ich mir gedacht, blende es aus und fokussiere gleich wieder die wichtigen Dinge. Ja, mit all den Niederlagen, die man natürlich erlebt und es gibt Niederlagen, die kommen und es wird jeder Mensch, der heute Erfolg produziert oder heute sich selber vornimmt, erfolgreich zu sein, der wird Niederlagen haben, ja, aber du musst halt immer einmal öfter aufstehen als umfallen, ja, ich meine, das ist jetzt leicht gesagt, aber ich sage auch immer wieder eines dazu und ich glaube, das war bei mir ausschlaggebend, durch die Prägung meiner Eltern, ja, und meine Eltern, die sind ja, wie das halt so ist, nebenberufliche Bauern gewesen, meine Mutter hat immer viel gearbeitet, hat uns als Kinder gehabt. Mein Vater war immer in der Arbeit, nebenbei noch quasi die Landwirtschaft im Betrieb quasi zusätzlich im Betrieb arbeiten. Also die haben eigentlich immer eine 60-Stunden-Woche gehabt, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und das prägt natürlich auch. Das prägt auch einen Menschen und das hat auch mich geprägt. Und ja, also bei mir war das so, damals zusätzlich auch natürlich gab es ja keinen Plan B. Ja? Also man muss sich vorstellen, ich hätte ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, nach Hause zu gehen, meinem Vater zu sagen, oh, lieber Papa, das ist jetzt alles schiefgegangen mit 20, ja? Du musst jetzt mal einen Mietvertrag mit 5.000 Euro im Monat übernehmen, ja? Auf 5 Jahre. Mein Vater hat damals wahrscheinlich verdient, umgerechnet 2.000 Euro netto. Also ich glaube, er hätte mich verbal erwürgt,
So natürlich nicht, weil er mich wahrscheinlich auch liebt, wie jeder seinen Sohn liebt oder lieben sollte. Nein, es gab keinen Plan B. Und ich glaube, das ist schon auch eine wesentliche Sache, denn heutzutage kommt mir leider oft eben vor, ja, ohne dass ich das jetzt schlecht rede, ja, wir sind alle so ein bisschen in dieser Maybe-Gesellschaft drinnen. Ja, also schauen wir mal, ja, wenn es nichts wird, dann wird es eben nichts. Ja, also bei mir war das tatsächlich so, es gab keinen Plan B. Fokus ausschließlich auf das Wesentliche. Und ja, ich musste sehr, 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 sehr viel, ja, natürlich in meiner Anfangszeit und in meinen Anfangsjahren von meinem Leben auf die schönen, gewohnten Dinge verzichten, wie im Sommer das Schwimmbad, der Badesee, keine Ahnung, vielleicht mit Freunden viel unterwegs zu sein. Also, wenn man ein Unternehmen aufbaut oder Unternehmer ist, natürlich bezahlt man auch den Preis dafür. Ja, ich will das jetzt nicht unbedingt als schlecht oder negativ ansehen. Man schlägt einfach einen Weg ein und dieser Weg natürlich prägt dich ja dann auch über die Zeit und das letzten Endes formt ja auch eine Persönlichkeit oder das macht ja das genau aus dir, dass du, wenn du erfolgreich wirst, dann Jahre später eben eine Persönlichkeit bist. Oder ich sage ja auch immer zu unseren Führungskräften, speziell den angehenden Führungskräften. Ja, es macht dich zu einer Person, die dann überhaupt in der Lage ist, ein Unternehmen zu führen. Ja? Absolut. Und das merkst du wahrscheinlich ja auch durch deinen Vater oder elterlichen Betrieb und so weiter. Natürlich, das sind ja auch alles Leute, die haben gearbeitet und etwas aufgebaut und die sind geprägt von dem, was sie gemacht haben. Ja? Die Zeit ändert sich, aber letzten Endes ist es schon, wie ich auch immer sage oder du vorher gefragt hast, der Wille, glaube ich, steht über alles. Ja? Wenn man etwas selber will, dann kriegt man das, dann kann man das alles schaffen. Aber wenn man es nicht will oder nur halbherzig will oder sagt, naja, ich versuche es einfach oder ich bin jetzt auch dabei oder ich sage speziell immer dazu, bei manchen den Traum hat vom mühelosen Reichtum. Nämlich sich irgendwo hinsetzt in die Ecke und man denkt, der Gong kommt über jemanden und es erleuchtet jemanden oder es fällt vom Himmel herunter und es sagt der liebe Gott, oh mein Gott, der liebe Daniel sollte jetzt erfolgreich werden. Ja. Ich glaube, das wird es nicht sein. Ja. Also das ist, von diesem Traum muss man sich auch verabschieden. Also man muss schon bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen und man muss es natürlich tun. Ja. Und das steckt im deutschen Wort ja eh drinnen, ich habe immer dazu gesagt, Tag und Nacht. Ja, also man muss schon aktiv sein und natürlich fokussiert das Wesentliche und Wichtige machen. Und das bringt dich dann auch weiter. Und es zieht auch Leute an, die sagen, okay, ich glaube an dich. Ja, und an wen glaubt man? Natürlich an eine Person, die auch stark ist. Ja. Und auf die Frage auch noch, wie motiviert man sich selber? Ja. Ich glaube, man braucht einfach ein Ziel, ja, ein großes Ziel. Wenn man ein kleines Ziel hat, dann wird das verdeckt von den Problemen, von den Steinen, die man, wenn ich das so physisch plakatieren könnte, jetzt jemanden in den Weg legt. Ja, wenn man aber große Ziele hat, dann kann man die, glaube ich, auch erreichen und dann sind auch kleine Probleme kein Problem, sondern man geht den Weg weiter. Und der Weg entsteht ja auch beim Gehen, indem dass man einfach einmal losstartet. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wesentliches Merkmal. Und natürlich aber auch, ich bin ein Fan von Bewegung. Ja, ich bin gerne in der Natur, in diesem wunderschönen Land oder Salzburger Land. Und dann, wenn, mein Gott, wenn die Probleme einmal größer sind, dann denke ich mir, okay, zieh dir deine Schuhe an, geh raus in die frische Luft, Daniel, oder geh am Berg und dann schaue ich da runter und dann denke ich mir immer, das ist vielleicht okay, wenn man jetzt kein Berggeher ist. Bei mir ist das so für manche nicht so nachvollziehbar, aber wenn man da runterschaut, dann denkt man sich, wie klein ist man eigentlich als Mensch? Ja? Und dann sieht man auch Probleme, ja, die man egal als Angestellter, als Unternehmer, als Mensch einfach hat, ja, nicht mehr so im Mittelpunkt und man betrachtet das eher aus der Vogelperspektive, man denkt sich, um Gottes Willen, wie klein sind wir eigentlich? Über was regst du dich auf? Ja, und dann gehst du runter, du hast Sauerstoff in deiner Lunge, in deinem Körper und dann denkst du dir, alles ist gut und es geht weiter. Ja, also das ist ein Bestandteil von meiner Motivation immer gewesen. Ja, sehr schön. Da darf ich auch noch an mir arbeiten, da öfter in die Natur, in die Berge zu gehen.
Gebe ich zu, ist wirklich etwas zu wenig ab und zu, aber ich weiß genau, wovon du redest. Dieses Gefühl dann danach, dieser Sauerstoff in der Lunge, ich konnte es gerade so direkt mitfühlen, ist es wirklich so. Ja, und ich glaube auch natürlich, das ist ja normal, wir sind ja alles Menschen, wir reden ja auch über das Thema Mensch. Mein Gott, es hat ja jeder einen Schweinehund in sich drinnen und den muss man halt besiegen. Ja? Und ich sage immer, den muss man öfters besiegen, als er gewinnt. Ja? Und dann ist man ja auch schon in Wahrheit erfolgreich. Ja? Ich glaube auch übrigens, Erfolg ja, oder unternehmerischer Erfolg, die Gratwanderung, diese sehr gering, der Graben, ja, zwischen Erfolg und Misserfolg. Es sind ja nur wenige Dinge, wo du eben mehrfach deinen inneren Schweinehund besiegen kannst und deswegen bist du dann schon erfolgreich. Ja. Also der Erfolg und Misserfolg, diese Thematiken, die sind ja sehr knapp beieinander. Absolut, stimmt, finde ich auch. Jetzt ist es natürlich in der Krise, die wir jetzt erleben, nochmal eine besondere Herausforderung, sich da selbst zu motivieren. Und ich glaube, es sind viele in der Situation, die gar nicht wissen, wie sie jetzt sich selber motivieren sollen, die vielleicht gar nicht wissen, okay, wie geht's weiter? Und die Vision, die sie vielleicht hatten, ist gefühlt wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen. Und denen fällt es natürlich jetzt noch schwerer, ihre Mitarbeiter zu motivieren. Was kannst du da an Tipps weitergeben, dass man so aus der inneren Kraft diesen eigenen Antrieb wiederfindet? Ja, also zunächst darf man eines nie vergessen in dieser Welt. Diese Welt gibt es schon sehr lange. Ja? Mhm. Und die Natur quasi, die steht ja über allem drüber. Ja? Das ist, ohne dass ich jetzt zu weit ausschweife, leider Gottes berauben wir diese Welt und das ist das Traurige daran. Ja, wir beuten sie unendlich aus, bis vieles sich wahrscheinlich von selber wieder erübrigt. Ja, aber das will ich gar nicht jetzt im Näheren kommentieren. Nein, grundsätzlich bin ich immer ein Mensch, der immer nach vorne schaut und positiv ist. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Ja. Warum? Weil es wieder ein Danach geben wird. Ja. Es wird ein Danach geben. Wir werden, und wenn man sich anschaut, ich habe nur gestern zum Beispiel am Abend um 22.30 Uhr so eine Dokumentation gesehen von unserem derzeitigen Gesundheitsminister, der ja damals in Österreich, ohne dass ich politisch jetzt werde, da Entscheidungen getroffen hat mit dem ersten Lockdown und so weiter, ja, was die Corona-Krise jetzt betrifft. Ja. Und man denkt sich ja unglaublich, wenn man sich das ansieht, und das hat er selber auch gesagt, und da hat er ja recht, unglaublich, damals, wir haben im Jänner, er ist da in dieses Amt eingetreten, da haben sie das noch ein bisschen so mit, nicht scherzhaft, sondern so eigentlich gar nicht problematisch empfunden, wie da in China die ersten Problemfälle aufgetreten sind. Naja, dann hat man sich gedacht, ja, wird uns eh nicht treffen. Wochen später hatten wir einen Lockdown, ja, und es wurden schon die ersten Entscheidungen getroffen. Und damit meine ich, man sieht auch, diese Zeitabstände sind dann eben kürzer geworden und danach hat sich vieles wieder entkräftet, danach gibt es wieder andere Entscheidungen, die getroffen worden sind, wie auch immer. Warum erzähle ich das? Weil ich denke mir, auch hier, wir werden dann zurückblicken, wahrscheinlich nach einem Jahr und sagen, okay, wir haben Entscheidungen getroffen, es hat Einschnitte gegeben, aber es ist alles jetzt wieder gut und es kehrt auch alles wieder irgendwann zur Normalität zurück. Und das empfehle ich jedem. Jedem sich so auszurichten auf das jetzt schon danach. Was passiert denn jetzt danach? Ja? Was mache ich dann, wenn ich jetzt wieder zu meinem Kunden kann, wenn ich mein Restaurant aufsperre, mein Unternehmen wieder aktiv führen oder leiten kann oder mein Büro wieder aktiv besuchen kann? Man sollte einfach weiterdenken, ja? Immer etwas zu Ende denken und nicht immer gleich aufgeben oder in der Situation überreagieren und sagen, ja, um Gottes Willen, ja, es ist alles schlimm und morgen bricht die Welt zusammen. Nein, das wird nicht so sein. Ich glaube, es geht weiter. Ich glaube, es gibt wahnsinnig große Chancen und Lehren, die wir daraus ziehen können. Und das ist, glaube ich, wichtig für einen jeden, sich hinzusetzen, zu sagen, was lerne ich aus dieser Zeit? Was lerne ich in dieser Situation? Oder auch, wenn ich jetzt zu Hause sitze, was mache ich für mich? Ja, ich muss nicht nur auf Instagram oder Facebook online sein, sondern ich kann jetzt ein Buch über Unternehmensführung lesen zum Beispiel. Ich kann mich weiterbilden. Ich kann die Zeit nutzen, effektiv dazwischen eben für sportliche Aktivitäten, um
meinen Körper vielleicht wieder auf Vordermann zu bringen. Es gibt ja auch so viele positive Dinge, die ich jetzt tun kann. Ja, du musst es nur aus dieser Brille betrachten, aus dieser positiven Brille. Und das sollte jeder beherzigen, denke ich mir. Das ist auch der Tipp an jeden. Es gibt einen danach. Jede Krise bringt immer auch eine Chance, wenn man das so sagen darf. Die Chance werden wir alle in unterschiedlichster Form haben. Und aber ich glaube auch, liebe Jessica, dass gerade auch dieser Prozess, den wir jetzt durchlaufen, der ist sicher nicht immer einfach, aber es ist auch immer ein bereinigender Prozess. Das muss man leider auch so sehen, ja, als Unternehmer oder in der Wirtschaft, ja, wo gerade die, die sich Gedanken machen, langfristig wieder daraus wahrscheinlich über Jahre wieder profitieren können, ja, indem dass sie sich Gedanken machen. Also nicht unterkriegen lassen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Immer positiv nach vorne schauen und aber auch sich denken, wie kann ich diese Zeit jetzt effektiv, positiv eben für mich nutzen, für mein Unternehmen nutzen oder sei es auch für die Familie. Ja? Vielleicht gibt es ja auch viele Manager, die eben jahrelang unterwegs waren und die Familie nicht oft sahen. Ja? Dann nutze ich halt die Zeit jetzt wieder positiv für die anderen Themen, eben für meine Familie, um vielleicht mein Privatleben wieder besser aufzustellen, zu sortieren, daraus wieder Energie zu schöpfen. Also es gibt ja so viele Dinge, die man machen kann. Ich glaube, die schlimmste Variante ist die, dass man jetzt in Selbstmitleid versinkt, ja, und sagt, okay, warum bin jetzt ich so arm und warum trifft das jetzt gerade mich? Ja? Man sollte positiv denken und immer, und das ist, glaube ich, wichtig, dann danach, und die Zeit kommt, die Lehre daraus ziehen, was habe ich daraus gelernt, was mache ich nicht mehr, was würde ich anders machen, was setze ich um, was bringt mich weiter, und da bin ich wieder beim Thema, auf was fokussiere ich mich? Ja? Mhm. Es gibt ja auch viele Themen in den verschiedensten Branchen, wo wir selber alle gerade daraus lernen, naja, was kann ich in meiner Firma umstrukturieren oder verändern, dass ich vielleicht in Zukunft noch effizienter oder erfolgreicher arbeiten kann. Also man sieht, es gibt, glaube ich, viele Dinge, und das empfehle ich auch jedem, positiv nach vorne zu sehen, nicht in Selbstmitleid versinken, und es kommt die Zeit danach. Und ich möchte auch hier noch anfügen, weil es ist ja leider noch immer diese Krisensituation oder dieser Krisenmodus da, ja? Mhm. Wo ja junge Leute, und ich zähle mich ja selber auch noch dazu, immer sagen, ja, um Gottes Willen und Wahnsinn, und ich werde jetzt meiner Freiheit beraubt. Ja. Ich muss dem Ganzen etwas widersprechen. Ja, es stimmt. Ja, ich wünsche mir jeden Tag, weil ich bin ein Fanatiker und ein Liebhaber der Gastronomie, ja? Ich bin jeden Tag essen gegangen. Ich habe das geliebt, ja, weil nicht, weil ich selber nicht kochen kann, sondern weil ich ja gerne eben in der Gastronomie unterwegs war und natürlich auch immer wieder Kontakte gemacht habe. Das ist ja auch eine Kommunikationsform oder speziell für jemanden im Unternehmertum auch eine Möglichkeit, wieder Leute zu treffen. Also das war für mich schon wichtig, aber in Wahrheit, ja, muss man jetzt sagen, allgemein, ja, oder auch, weil jetzt ein Geschäft nicht geöffnet hat, ja, das trifft die Wirtschaft, das ist traurig. Das ist wirklich traurig, und das tut mir sehr leid für unsere Gesamtwirtschaft. Und das ist natürlich schlecht. Ja. Aber die Menschen, die jungen Menschen, die jetzt jammern und sagen, um Gottes Willen, wir sind alle so arm, wir werden unserer Freiheit beraubt, die sollten vielleicht mal drüber nachdenken, was war denn damals 1945 oder im Zweiten Weltkrieg? Ja, was mussten diese Menschen leiden? Schaffen, welche Einschnitte hatten unsere Eltern und die Generation davor, ja, die mussten zwei Kriege erleben, also das ist wirklich schlimm, ja, aber mal zu Hause sitzen zu bleiben, vielleicht auch ein paar Entscheidungen mitzutragen, die Leben retten, also ich glaube, wir sollten alle manchmal aufhören, mehr, weniger zu jammern und wieder mehr auch die positive Seite dieses Lebens sehen, dieser Möglichkeit, die uns hier, egal ob Deutschland oder Österreich oder Mitteleuropa bietet, ja, das Leben, was uns angeboten wird, egal ob als Unternehmer, als Arbeitnehmer, ja, ich glaube, wenn man einfach grundsätzlich eine positive Einstellung zum Leben allgemein hat, dann ist man in der Arbeit gut, dann ist man im Familienleben gut aufgestellt, und
Das kann ich jedem empfehlen, nicht zu grübeln, denn übrigens, das ist auch eine Devise von mir, grübeln, das bedeutet nur, das ist nur ein Zeitkiller, ja, deswegen auch meine Frage mit dieser Gebrauchsanweisung, ja, Menschen, die zu viel denken, die denken dann zu viel, ja, die grübeln und das kostet letzten Endes nur Zeit oder Lebenszeit und bringt dich nicht weiter, also vielmehr auf das sich zu fokussieren. Was bringt mich weiter in meinem Privatleben, in meinem Berufsleben, in meiner Arbeit? Wenn wir alle mehr so in diese Richtung denken würden, glaube ich, dann sind wir alle, ob als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer, viel zufriedener und glücklicher. Absolut. Das war eigentlich schon ein wunderschönes Abschlusswort, lieber Daniel. Ich könnte jetzt aber hier noch ganz viele andere Fragen stellen, zu denen ich heute leider gar nicht mehr so komme. Also ich habe mega viel mitgenommen und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus so vielen Bereichen, aus der Mitarbeiterführung, aus dem Recruiting, das mit dem Fernseher und der Gebrauchsanweisung, auch das Werte, den Wertekatalog fand ich total spannend. Aber natürlich auch die Selbstmotivation, rauszugehen in die Natur, sich selbst auf andere Gedanken zu bringen und nicht in diesem Gedankenstrudel zu verweilen, ja, weil das bringt natürlich gar nichts, dann sind wir am Ende des Tages nur fertig. Und auch natürlich, dass jede Krise etwas Positives hat, was wir jetzt natürlich noch nicht wissen. Ich kann das auch total verstehen, dass man sich denkt, naja, was Positives kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es kommt der Tag, da werden wir das wissen. Und dann werdet ihr Zuhörerinnen und Zuhörer an den lieben Daniel denken, der genau das gesagt hat. Und vielleicht ein großes Learning draus gezogen haben. Und ich glaube, jeder darf sich auch hinsetzen und an der großen Vision arbeiten, diese aufschreiben, selbst visualisieren, denn das ist wirklich das, was wir auch selber brauchen im Leben, um vorwärts zu kommen, denn sonst treten wir nur auf der Stelle. Und wie du auch so schön gesagt hast, Daniel, sucht euch Menschen, die schon da sind, wo ihr hinwollt, und verbringt eure Zeit nicht mit den Menschen, die nur am Jammern sind, denn dann kommt ihr auch nicht vorwärts. Und dann seid ihr nur in der Negativspirale und da wollen wir doch alle gemeinsam raus. Das war jetzt so meine Zusammenfassung. Lieber Daniel, was hast du denn oder möchtest du gerne noch eine Hauptbotschaft mit rausgeben, die dir so auf der Seele brennt? Ja, abschließend sage ich nur mehr Danke auch für das tolle Interview, liebe Jessica. Die Hauptbotschaft sollte sein, dass alle bitte gesund bleiben natürlich, denn die Gesundheit ist die wichtigste Grundvoraussetzung für alles andere im Leben. Ja, das bedeutet, wenn ich gesund bin und fit bin und mein Körper funktioniert, dann kann ich alles erreichen und auch alles schaffen. Und das möchte ich jedem wünschen, mitgeben. Denken Sie daran, nicht negativ zu sein, sondern nach vorne positiv zu sehen. Und wenn man gesund ist, dankbar zu sein, auch ein bisschen demütig zu sein für den gesunden Körper, den man hat, für das Geschenk im Leben, das man bekommen hat, dass man einmal auf diesem Planeten lebt und man sollte das Beste daraus machen. Ja, wow. Vielen, vielen Dank, Daniel. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mit dir in Kontakt treten möchten oder Fragen haben, auch zu deiner Firma und möchten gerne mit dem Team in Kontakt treten, vielleicht für finanzielle Fragen, ich weiß es nicht, wo können die Menschen dich finden? Am besten für mich persönlich auf www.danielreisinger.net. Da sind all meine Kontaktdaten darauf zu finden und hier kann man mich telefonisch natürlich, aber auch via verschiedenen Möglichkeiten, Internet, online, beziehungsweise auch per E-Mail sehr gerne erreichen. Vielen lieben Dank, lieber Daniel. Bevor wir jetzt wirklich zum Abschluss kommen, habe ich zum Ende immer 5 Fragen und kurze Antworten. Das heißt, ich stelle die Kurzfragen und du gibst die kurzen Antworten. Ist das okay? Ja, sehr gerne natürlich. Was ist für dich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich, dass man unabhängig und frei ist. Was ist Geld für dich? Geld ist ein Tauschinstrument von Waren, aber Geld bietet natürlich auch viele Möglichkeiten, nämlich jemandem zu helfen, wirtschaftliche Erfolge aufzubauen und Geld ist nichts Schlechtes, sondern Geld
ist immerhin ein Instrument eben, um schöne und positive Dinge im Leben zu erleben oder sich selber auch natürlich zu ermöglichen. Was ist für dich Erfüllung im Leben? Erfüllung. Erfüllung ist, dort angekommen zu sein, wo man hin möchte oder nachdem man immer gestrebt hat. Nachdem ich ja sehr beruflich orientiert bin, ja, dann sage ich immer, Erfüllung bedeutet, wenn man, für mich bedeutet es, wenn man jeden Tag aufsteht und man hat nicht das Gefühl, dass man etwas tun muss, ja, sondern man tut es gern und immer wieder dadurch. Ja. Ja. Was ist für dich ein, ich sag's mal so, ein perfekter, großartiger Leader? Ein großartiger, perfekter Leader ist eigentlich jemand, der nicht andere Menschen runterdrückt oder unterdrückt, sondern fördert und fordert, dem es gelingt, auch jemandem ein Lob zukommen zu lassen. Und ein Leader ist, ein Top-Leader ist derjenige, dem es gelingt, dass er die Stärken der andere stärkt und nicht auf den Schwächen der Menschen herumtritt, sondern Stärken fördert und die Starken dort einsetzt, wo sie stark sind. Und zu allerletzt, was ist für dich ein Fan? Ein Fan, das ist wahrscheinlich jemand, der mit völliger Hingabe für eine Sache ja, sich entfaltet oder in sich aufgeht oder sich öffnet. Ja. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und falls euch diese Folge gefallen hat, bitte teilt sie in eurer Community. Ihr könnt überall schauen, bei YouTube, Spotify, Amazon Music sind wir auch, bei Deezer, Upspeak, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne eine Bewertung, einen kleinen Like, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und zu guter Letzt noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit. Ich habe nämlich das Buch geschrieben, viele von euch kennen es schon, der liebe Daniel hatte auch schon die Ehre, es zu lesen, bevor es nächstes Jahr ja rauskommt im April. Da sind viele Punkte drin, die der Daniel heute schon gesagt hat und ich habe das Rad nicht neu erfunden, ich gebe es zu. Aber ich finde es immer schön, wenn viele Experten das auch nochmal unterstreichen. Jedenfalls kannst du das Buch schon vorbestellen auf Amazon oder direkt im Gabal Verlag. Und an der Stelle vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Es war mir wirklich eine große Freude und ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Vielen herzlichen Dank, liebe Jessica. Dir auch alles Gute und weiterhin natürlich viel Erfolg. Dankeschön.